Alles klar, Freunde, und wir sind jetzt wieder gegen GT-Charaktere am Start. Diesmal mit Rildo, die Legende General Rirudo. Rirudo. Seid ihr das Team, das in letzter Zeit so viel Furore gesorgt hat? Oh, die Helden, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich bin ein Held, komm ran. Ich wusste gar nicht, dass ich so berühmt bin. Lol. Planet M-Zahl General Rirudo in Fleisch und Blut oder aus einem komplexen Legierung. Was nützt von uns, Junge? Euer kleine Truppe beherrscht in letzter Zeit die galaktischen Schlagzeilen und zwar zu Recht. Es ist für euch an der Zeit, das Reich der Maschinenmutanten zu betreten. Unter Dr. Mews Befehl werdet ihr Großes leisten. Nun seid ihr bereit, in Metall verwackt und zum Meister geschickt zu werden. Ha ha ha. Komm ran, Junge. Der hat keine Ahnung, mit wem der sich hier anlegt. Super Sigma. Oh, Escalation. Ziel erfasst, General. Ihr seid schon fast wahrscheinlich von den Maschinenmutanten assimiliert worden. Mist, jetzt haben wir es heute mehr zu tun. Keiner weiß, ohne Spaß. Alle eskalieren. So, jetzt ist Rildo. Oder Rirudo. Wie sagen wir das auf Deutsch? Rirudo. Haben die den auf Deutsch auch Rirudo genannt? Statt Rildo. Rildo ist doch viel geiler. Rirudo. Okay, Rirudo ist auch. Rirudo ist auch Eskalation, ganz ehrlich. Keiner weiß. Rirudo. Naja, was soll's. General. Eigentlich? Komm, ich glaube, ich kann auch so Double-Mate sein. Ich muss da nicht auf 100 Zeit spielen oder so. Fünffach eigene Kraftstufe. Fünffach? Wie viel Kraftstufe hat der jetzt? Darauf bin ich gespannt. Zehntausend, okay. Ich habe übel wenig. Irgendeiner von den Charakteren, das hat irgendwas mit ihrem Zubehör zu tun. Wegen Runde 1 irgendwas. Ich glaube, das ist wegen King Vegeta. Der hat irgendein Zubehör, dass er auf Runde 1 keine irgendwas... vergesse das immer. Keiner weiß. Deswegen greife ich nicht zuerst an in der ersten Runde. Perfekt. Oh, shit. Okay. Krass, keiner weiß echt. Also bei Ding weiß ich es, bei Sakugoku oder ne, bei Sakugoku weiß ich es, wenn ich ihn in den Unterstützerbereich stelle, dann hat er glaube ich Kraft 1. Genau, aber das ist ja in dem Fall nicht der Fall. Also der ist ja nicht im Unterstützungsbereich. Oh mein Gott. Dieser Schad, oh mein Gott, was? So, jetzt der Drillo, Mates. Ja, tut mir leid, General. Wir haben dann 10 Soldaten kaputt gemacht. Ihr seid besser als ich dachte. Okay. Dankeschön, danke fürs Kompliment. Aber jetzt gehen wir direkt zum nächsten Fight. So läuft das jetzt hier. Aha, okay, ja, mitnehmen. Wenn die Kämpfe so schnell gehen, dann habe ich gar kein Problem damit. Aber sie werden sicherlich schwieriger, sicherlich. Aber gut, gucken wir mal jetzt hier rein, was hier jetzt kommt. Hey, ich habe euch Helden unterschätzt. Verzeiht meine Unhöflichkeit und gestattet mir, mich aufzuladen. Hier kommt Hyper Metal Rirudo. Oh, da kam der letzten Legends. Okay. Wenn wir nur eine Sekunde nicht aufpassen, sind wir Hackfleisch. Gut, dass sie seine Taktik kennen. Ja. Das. Ein die mit seinem Witze. Lol, was willst du, Junge? Komm ran. So, jetzt. Die Legende von so jetzt, wenn ich immer hier reinspringe, aber was soll's. Okay. Warte mal, jetzt wegen. Ich lass mal King Vegeta raus und guck mal wegen der Kraftstufe der Runde 1, ob es an ihm liegt oder an wen es liegt. Ja, lass einfach mal gucken, an wen es ganz liegt. Ich habe nämlich gerade vergessen, welche Charakter was für Zubehör hat. Warte mal, irgendeiner von denen. War das Vegeta? Nee, an sich habe ich einfach. Hä? Ich weiß nicht. Ich bin gerade verwirrt, warum ich an sich Runde 1 zu wenig habe. Ich glaube, ich habe dann irgendein Zubehör, womit ich halt mit dieser Taktik dann drauf gehe. Aber ich kann ja auch. Also. Ja, ich habe sicherlich irgendein Zubehör, was mir an sich oft in Runde 1 wenig. Oder vielleicht auch eine Fähigkeit oder so. Ja, ich hab's total vergessen, Freunde, ganz ehrlich. Womit ich halt in Runde 1 an sich wenig Kraftstufe habe. Bei Runde 2 habe ich dann wieder meine normale Kraftstufe, sag ich mal. Aber das habe ich absichtlich so gemacht, wegen Cell. Eigentlich spiele ich einfach immer nur Cell raus.
Lol, die haben wir sogar gewonnen. Okay. Eigentlich spiele ich ja immer nur Cell raus. Ja, wegen seiner Fähigkeiten, das war's auch schon. Also Runde 1 ist einfach nur Cell bei mir so, wisst ihr, ich meine. Deswegen, ja, egal. Hey, was ist mit dem? Will der überhaupt kämpfen oder hat keinen Bock? Okay, diesmal hat er, diesmal haben wir nicht. Es sei, entweder er hat mehr Leben oder, weiß nicht, irgendein Defense oder so hat der. Weil letzte Runde haben wir in der ersten Runde rausgenommen. Ja, okay, natürlich. Wird immer schwieriger von Level zu Level. Aber gut. Ah, schade. Zugefügten Schaden erhöhen, okay. Ah, wegen seiner Bohrmaschine oder was auch immer in seiner Hand hat. Bitte? Ja, bitte. Braucht man nicht. Bin ich mir sicher. Braucht man auch nicht. Einfach nur raus. Genau. Okay. Warte mal. Ah, kam es nur gerade mir so schneller vor oder geht es gerade schneller als sonst? Was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall bei manchen, also seit dem Free Update, bei manchen Animationen, manche Animationen kann man skippen. Aber ich glaube nicht in-game, also Kampfanimationen. Was ich skippen konnte war, ich sage mal, konnte es immer machen, ich habe es davor nicht gemacht. Superstellung habe ich gestern beschworen und was konnte ich skippen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da schon immer so war oder nicht. Naja. Aber es wäre echt geil, wenn man Animationen skippen könnte, so wie... Musst du nicht jedes Mal sehen, dass Ginen ihr Braten da auf Goku wirft. Sturmmodus, okay. Nice. Supernova. Boah, geiler Schaden. Oh mein Gott. Der ist weg, der ist weg. Wenn die Berserker auf ihn eindreschen, ist der ist weg. Ciao, Junge. Die Berserker sind so genial. Ah, ich würde so gerne Kamba deswegen haben. Einfach mal den testen, hier reinschieben zum Beispiel. Aber guck mal, die töten den. Was ist da los? Overkill. Richtig geil. Bam! Raus mit dir. Zack. Bam, 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 bam. Das meinte ich. Das ist ein super Deck. Das kann ich Logo easy zeigen. Aber Drachenfaust hat einen Claim, so mehr oder weniger. Müsste ich zerstückeln. Habt ihr den Schaden gesehen? 99.999. Bitte. Was? Ja gut, jetzt. Schnauf, uff. Ja, ja, ja. Wir haben den General in die Enge getrieben. Gut gemacht. Großartige Aufträge, überragend. Ihr seid noch bessere Geschenke für den Doktor als gedacht. Ja, 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 ja. Jetzt. Metarildo will ich sehen. Oder Rildo. Metarildo, der Strength Metarildo in Dokkan. Der braucht ein Awaken Leko Mio. Der muss einfach ein kranker Partner für LA Baby werden. Der braucht ein geiles Awakening. Sicher, ich bin mir ganz sicher, wenn Artificial Life vom Cartoon-Leader kommt, oder Dokkan-Fest-Leader, dass er dann sein Awakening bekommen wird. Und ich will noch mehr, hier kommt meine wahre Kraft. Ha! Hey! Sein Key ist unglaublich. Schluss jetzt so durch den Metallkasten. Achso, der hat's gar nicht... Wird er noch zu Metallkasten? Oder erst danach? Oh, jetzt! Mmh! Hat er die Klamotten ausgezogen. Knie vor dem Gipfel der Maschinenmutanten-Evolution. Metal... Lol. Ja. Oh Mann, das sah mega knapp. Ihr könnt echt gut in der Gegend herumlaufen. Wohl nicht anders zu erwarten von Nagetieren. Leute, wie aggressiv die immer mit den Sprüchen sind, ganz ehrlich. Aber ich bin gespannt, was danach kommt. Also danach haben wir noch einen Kampf. Er ist weg, lol. Du Idiot, ich bin hier. Oh mein, ja, das ist ja knapp. Komm ran. So, Meta-Ririldo. Ich glaube, ich gehe einfach... Ich stelle nur Cell raus. Oh Leute, ich hab mich gelesen aus der Stand. Ja, ja, komm, ich mach. Ja, ich werde das nicht in die Länge ziehen. Ich glaube nicht, dass sie den ersten Runde umhauen können. Genau, guck da stand's an, Kraft auf 1 gesenkt. Das war jetzt wegen Goku Super. Okay, hier verstehe ich es total. Aber ja, ja, was soll's.
Was? Was schaut er gerade dran? Kraft aller gegnerischen Angriffe auf 1 senken oder Kraft aller Gegner auf 1 senken. Dein Ernst? Junge. Junge, meine CAs werden dir sowas von deinem Metallnase. Oh mein Gott, kennt ihr noch Etemon? Metall Etemon. Junge, wie crazy der war. Wie krank Metall Etemon ist. So ein Osaru, aber es ist Osaru nicht, aber so ein Affe hat, wie krank der ist. Oh mein Gott. Metall Etemon, als ich ihn jetzt gesehen habe, ist mir irgendwie eingefallen. Ich weiß auch nicht warum. Der hieß Etemon, oder? Von Digimon. Ihr wisst echt nicht, meinen, den Affen. Mit dem Mike. Der ist, oh, der war richtig verschickt. Ey, der war richtig geil. Metall Etemon, krass. Einfach so random oft eingefallen. Jetzt aber, komm an. Warte mal, was mache ich dann? Soll ich dem Schaden zufügen? Sparen wir das. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, was da dran stand. Okay, ja, bleiben wir das da. Und wenn das dran steht, Freunde, der Charakter Platz vor Kampfgeist oder so, der bekommt einfach einen Boost auf seine Stats, so sag ich mal. Hoppsala. Okay. Das zum Beispiel, einfach A tippen und das ist durch. Das ist mein. So, war schon jetzt bei ihm dran. Okay, drei mal hintereinander angreifen und. Ne, das ist von mir. Auch von mir. LOL, bin mir ziemlich sicher, da stand auch irgendwas dran mit der Kraft in der ersten Runde, irgendwas. Oder war das nur für die erste Runde? Ja, okay, keine Ahnung. Oh. Ah. Ah. Okay. Nein! Hä, oh mein Gott, dieser Riddle, der cheatet total. Ist seine komplett. Oh mein Gott, warte mal. Macht ja gar keinen Schaden an ihm. Was? Oh oh, dieser Rildo, der will Zeuge wissen. Da müssen. Alter, der nimmt ja gar keinen Schaden. Ob du das überlebst, Junge? Jetzt will ich jetzt sehen, Freund. Jetzt will ich jetzt sehen, mein Metallfreund. Darin Faust. Ja. Götzi, wie Schaden machst du, mein Freund? Oh ja, sehr schön. Ah, diese Drachenfaust, das ist die reinste Eskalation einfach. Ja gut, Rildo. Nein, mein Ultimatum, sie ist weg. Oh, ich glaub's mir, Freund, schon jetzt dabei. Nein, Meister, vergib mir. Dieser Fehler wird behoben werden. Du wirst einer von uns eines Tages. Mir Gott nur sein Dank, das war ein verdammter Kampf. Ja, wer kommt jetzt? Da ist, da gibt's nämlich noch eine Stage, oder? Habe ich das falsch gesehen? Glaube nicht. Also ich glaube, ich habe es richtig gesehen. Ich glaube schon, dass da noch eine Stage gab. Gucken wir mal. Oh lol, okay. Ach so, okay, 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 okay. Ja. Okay, wenn es Tickets gibt. Oh. I don't wanna know. Keine Tickets. Aber gut, dann können wir jetzt hier einfach mal weiter. Mit der Satori. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt abgeht. Ich will nämlich den. Ich will Black. Gegen Goku Black kämpfen. Wirklich viel sehen, wie der zu Rosé wird. Euer Teamwork ist ziemlich beeindruckend. Dankeschön. Dieser Kerl, wie viel wir geworden sind mittlerweile. Ey, ich sag's, dann werden wir auch so stark, wenn du und ich fusionieren. Ja, ja, ja. Hey, warte nur Spaß, kein Grund zu ernst zu reden. Habt ihr das mal, vielleicht habt ihr das gesehen. Es gibt ein Super 18, heißt es, glaube ich. Das war auch bei Dragon Ball Heroes. Quasi die Super 17 Version von C18. Und ich glaube, das können die Android-Avatare, können das triggern. Und wir müssen einen Plan schmieden, bevor er auftaucht. Genau, genau.
Schaut euch, such mal danach, das sieht übel witzig aus. Das sieht echt witzig aus. Super 18 soll sie, glaube ich, heißen. Oder der Charakter. Oder die Fusion, was auch immer. Na gut. Ja, genau, es geht ja weiter. Jetzt Teil 3. Okay, sehr schön. Teil 3 ist... Aua. Eine plötzliche Störung. Der verblüffende Schlagabtausch freigeschaltet. Das ist... Kennt ihr noch? So ist er, glaube ich. Jetzt wollen wir... Sowas will ich. Wir wissen, die Story weitergeht, ganz ehrlich. Natürlich gehören auch so Nebenquests und so dazu. Da habe ich kein Problem, das im Drill drum, macht Spaß. Aber wenn man so diese Trainingssession da, das mit den ganzen... Da sie gegen C13 kämpfen muss, gegen den, das ging ein bisschen zu lang. Shibito Kai. Was machen die ganzen Kais hier? Oh, guck mal, da hinten ist West Kai. Okay. Hallo? Ah, der ist... Ich sag hallo, der ist ganz drüben. Ja, der war ganz drüben, der war am Ende der World. Aber ja, jetzt gucken wir, was hier abgeht. Und zwar... jetzt sind wir wieder bei Hit. Alles klar, dann machen wir, denken wir, guck, schwarz angehen. Also ist er ganz allein, das müssen wir ausnutzen. Und ich helfe euch dabei, ich bin doch jetzt ein Dragon Ball Held. Ja, bist du. Der sieht schon cool aus. Das heißt, dass wir mehr Kampfkraft haben werden, oder nicht? Yeah, wir schaffen das. Wir machen ihn fertig. Aber denkt dran, dass auch er verstärkt ist. Und er kann seine Kräfte noch weiter steigern, wir müssen vorsichtig sein. Ja, du hast recht, ich habe damals nur einen Teil seiner Kraft gesehen. Aber ich habe gesehen, dass seine Kraft nicht zu verachten ist, wir müssen vorsichtig sein. Doch, du hast recht, Nin heißt er, ja. Mit dir an unserer Seite sind wir stärker als je zuvor. Jetzt sind wir besser vorbereitet als beim letzten Mal. Danke, Osaru. Wir sollten unsere Zahl zu unserem Vorteil nur... Daijoubio, was geht hier ab? Zeigt euch, ihr Maden, ich weiß, dass ihr da drin seid. Goku Black hat ja unser Spiel gespürt. Also hat er seit dem letzten Kampf ein paar neue Tricks gelernt. Wenn ich rauskomme, mache ich euch alles hier dem Erdboden gleich. Wir haben keine Wahl, wir müssen uns jetzt bewegen. Hey, ich zeig dir euer Gesicht, Sterbliche, und die Cyborgs sind auch auf eurer Seite. Heute werde ich die Welt endlich von euch euresgleichen säubern. Der ist so aggressiv. Goku Black ist so geil. Goku Black, die Legende. Alleine, ganz allein kämpfe. In höchsten 2 Runden, easy, schaffe ich, easy. Goku Black, komm du mal ran. Komm du mal ran, ganz easy. Kannst erstmal jetzt sehr kloppen. Auf Runde 1 und auf Runde 2. Eskalieren wir natürlich auch. Ja, so läuft es mit Goku Black. Genau das. Irgendwie, ich finde schade, dass es kein SEC Goku Black gibt. Das ist ja so geil und dann nur Rosé hat vor allem. Oh, Goku Black ist jetzt. Ich finde Goku Black so gestört geil einfach. Ganz ehrlich, ich war nie der Goku-Fan. An sich bin ich so ein Typ, der die Hauptcharaktere nicht unbedingt feiert oder sich nicht unbedingt mit denen identifizieren kann, sag ich mal. Also ganz ehrlich so. Ich habe nicht, dass ich was gegen Goku habe, gegen Naruto und so, gegen Ruffy. Aber die sind halt da. Für mich haben die so nicht. Das ist alles Typensache, jeder sieht das anders, aber das ist ja das Geile dran. Die jucken mich gar nicht. Aber das ist dann Goku Black, als Goku Black gesehen habe, Goku in Böse. Oh mein Gott. Das, so wäre Goku, wenn er nicht auf den Kopf gefallen wäre, wenn er ein reiner Saiyan wäre noch. So von der Gemütslage her. Einfach eskalieren, aggressiv. Deswegen feiere ich Goku Black so. Und dann wird auch noch Goku Black Rosé. Dann hat er auch noch diese Godlike-Schiene, das ist so gestört, geil gemacht einfach. Ich finde Kraka so geil. Und gerade eskaliert alles im Goku Black. Dokkan, der ist überall gefeatured. Überall im Banner. Global Banner ist von ihm draußen. Im Zamasu's Banner ist da drin. Richtig geil auf jeden Fall. Ah. Goku Black, ey. Ohne Spaß, wie brutal der ist, der Charakter. Ja, ja, the dreams. A man has dreams. That one day. He will pull Zamas. In LSCK. Aber vorerst müssen wir erstmal hier aus. Ah, mach weg, brauchen wir nicht. Drachenforce hält eher alles. Riesenbonus brauchen wir auch nicht. Alle rausstellen, zack, bam. Bada boom. Danke. Okay. Oh, Zero. Zack. Ups, sorry. Du
Oh, shit. Bam. Nein, wie knapp. Oh. Natürlich wäre es immer geiler, wenn ich es nicht auf die CAs schieben müsste. Wäre cool, wenn auch natürlich hier die Superangriffe durchkommen. Ja, warum konnten die nicht bei den Berserker-Charakteren? Dann geht es einfach schneller. Jetzt muss ich auch. Oh mein yeah. Jetzt brauchen wir noch einmal die Drachenfaust am Ende, wie es aussieht. Was sei denn? Nee, nee. Brauchen wir auf jeden Fall. Oder Gogeta eskaliert jetzt. Wenn ich natürlich den Kampf gewinne. Alter, war ich kurz. Da war ich wirklich kurz in der Welt von Tsukuyomi. Mangekyo Sharingan, alles gesehen kurz. Alter Gogeta, ich nehme alles zurück, mein Boy. Genau das. Alles gut, Freunde. Woher nimmst du nur diese Stärke? Sag ich dir nicht. Super, diesmal schaffen wir es tatsächlich. Bald kann ich die Chance der Welt rächen. Gut, da würde ich auch sagen, wir machen Schluss für diesen Part. Geht jetzt endlich mal wieder ein bisschen weiter und ein bisschen spannender mit der Story. Deswegen bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.